Okay, Leute, los geht's hier. Wir haben fertig alles. Haben Ja, trainiert. soweit. Hier müssen wir dran vor. Kobolde. Hier rennen wir dran vorbei, weil wir die Tomatenmänner sowieso nicht umbringen können. Ich stelle mich mal hier als Megatank. Jo. Ich treffe, ey. Gut gemacht, Kobolde. So wieder superweise, dass sie sich spack mit den Beinen ab, ey. Danke. Schachmeister. So. Gut. Wir haben Schlammbombe hochgepowert. Also Schlammbombe sage ich schon. Ja, Rocky. Rocky. Ich sage aber immer Schlammbombe, weil sowieso nichts anderes benutzt. Vielleicht ab und zu Kristallregen, was ist das? Juwelenschauer. Egal, ich krieg sowieso nicht so viel Schaden. So. Und Frost haben wir hochgepusht von Auf zwei, ja, Hase von der B. Frau, ja. Einfach. Oh nein. Erstmal schwerfällig machen, dann vorbei. Ja, und dann hat er bis dahin wieder 3 Milliarden Zombies gespawnt, aber ne, der kann er glaube ich immer nur maximal 2. Ja, das ist gut. Ah. Machen wir gerne Level Up, haben wir gerne. Okay, komm. Ja, die Kobolde kommt nicht mit. Kobold will kämpfen, wo sie es nicht kann. Pff. Heil die mal, die Alte. Oder gib ihr einen Bonbon lieber, oder? Wie ein Bonbon, ja. Müssen Sie covern? Danke, Frau, ey. Danke, Kobold. Ach, Mann, ey. Geil! Efeu Mantel. Er von den Flügeln. Nee, nur fette Megawand geht's dann auch wieder nicht. Der X-Zauber wird schwächer. Ja, wir haben von dem Mädchen nicht Rocky trainiert, weil wir für unsinnig halten. Ja, die Zauber sind nicht so nützlich davon. Also ich habe nie Turboantrieb benutzt, also. Was vielleicht mal praktisch ist, vielleicht die Erdklinge oder sowas, aber sonst weiß ich Nicht nicht. wirklich. Und Schutzaura, wofür ist die? Die schützt dich. Ich glaube, Verteidigung war ein bisschen hoch. Ach, komm einfach, er ist mir zu dumm. Oh, guck ja. Ach so, hier Ich ist glaube, gar hier. nichts. Naja, Erfahrung, Erfahrung. Ja. Gibt es eigentlich Klinge, die auch Mondklinge heilt dich, glaube ich, oder? Wenn du boxst. Ja, das kann sein. Ich habe keine Ahnung. Oder war das MP auffüllen? Gab's ja auch irgendwie sowas, ne? Ja, das kann auch sein. Oder war das erst beim zweiten Teil? Nee, also bei Klinge weiß ich nicht. Also es gibt jedenfalls einen Zauber, der deine MP auffüllt. Das weiß ich. Das ist auch kein Spoiler, das ist ein normaler Zauber. Ich kann ja über alle Zauber reden, wenn ich möchte. Außer. Ja. Mal nicht so anstellen hier. Oh, Rüstung anziehen hier so. Viele Sachen, ey, ja geil. Oh! Tomatenmann! Weg hier. No way, ey. No way. Oh Gott. Ja, das war's für die Alte, ey. Doch nicht. Die kommt durch an. Noch Leute, ey. Der ist doch nur der Tomatenmann. Jetzt schieb ihn doch weg. Schieb ihn weg. So. Moritz. Oh. Ja, wir können leider nicht unsere MP für dich verschwenden, das geht nicht. Nee. Ja, die machen ja auch nichts, die können ja nur Zombies Hier noch eine spawnen. Tür irgendwo? Ja, das kann sein, dass die, glaube ich, Nee. Nee, nee. Dann nicht. Ja, wo Zombies sind, sind Tomatenmänner nicht weit, ey. Das ist eine goldene Ach, guck Regel. mal, was sie macht, ey. Boah, die ist ausgewichen, ich glaub's nicht. Moritz weicht nie einen Schlag aus. Ja, schön, dass du dich jetzt so aktiv hier an unserem Heldenleben beteiligen möchtest, Moritz, Echt? aber in dem Moment ist es sehr unangebracht. Das klingt gerade nicht so. Ich glaube, der kommt schon jetzt, ne? Oh, warte mal, soll ich uns heilen? Ja, mach mal. Zeig mal unsere immense Mega-Heilung, die wir jetzt besitzen. Wir wollen ja auch ein bisschen prahlen, was wir jetzt hier schon Ja, so drauf haben. klar. Kraftwasser Level 2. Boom, jetzt guckt euch das an. Boom, ey, heilt eigentlich schon Moritz komplett. Selbst wenn er Oh, noch wer ist ein. das denn? Bist du Tantalus? In der Tat, und euch kenne ich auch. Ihr seid diejenigen, die Tusa besiegt haben. Das ist wohl wahr. Was sofort sagen und heilig sei und nimm den Fluch von den Leuten.
Ach Gottchen, ihr macht mir Angst. Meint ihr etwa diese Heidi? Oh, da ist Heidi. Wie kommt die denn dahin? Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklavin. Ich brauche die Energie der Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Ja, und wenn es dann soweit ist, werden alle Menschen meine Sklaven sein. So wie dieser Zeitgenosse hier. Dumm, stumm und dienend. Wen haben wir denn da? Wen haben wir da? Was ist das denn? Oh Gott, Angst! Wir kennen ihn also. Du hast ihn mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingezogen. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. So wie ihr, oder? Wir sind keine Soldaten, ey. Wir sind Helden, ey. Das ist was anderes. Legionäre. Echt. Ja, das ist ein Kampf auf Zeit. Das glaubt man ja kaum. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. Indem ihr uns runterwirft. Das ist schon mal ganz schlau. Zauber? Ach ja. Nein. Hier haben wir die... Fratzenwand. Dadurch... falsch. Zu spät. Ja, ich als Junge habe in solchen Kämpfen immer sehr viel zu tun. Das ist immer... Eigentlich ist das richtig toll. Ich box mal so in das Auge hier, links und rechts. Ich mach's rechts und du machst links. Guck mal, Frostwelle Level 3 zieht mir 26. Das ist schon ein bisschen schwach, mein Freund, ey. Wenn ich mich nicht irre, geht die Wand immer weiter nach hinten, oder? Und dann... Nach vorne, also zu uns. Was schon? Watzaffe! Oh so Gott. Tot, also... Wie gesagt, ihr könnt nicht viel Abwechslung in einem Bosskampf erwarten, das könnt ihr vergessen. Das geht nicht anders. Das ist auch anders überhaupt nicht möglich, die Bosse eigentlich. Also man kann sie bestimmt auch so besiegen, aber so 20 Jahre, da hab ich keinen Bock drauf. Das stimmt, das soll ich lang. Deswegen mache ich das so, wie das eigentlich jeder macht auf der Welt, der dieses Spiel spielt. Und weiter geht's. Boom, oh. Ja, geil. Das freut dich. Aha. So, jetzt ist wieder der Alte da, ne? Ah, ne, doch nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid. Ich werde Heidi und Hagen mitnehmen, ihr könnt die Dorfbewohner haben. Halt! Nein! Hagen, Heidi! Das war's! Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Oh Gott, ey. Das hat er doch bestimmt nicht im Original gesagt. Oh! Hier ist unser Buddy. Victor! Oh, Dick, tut mir leid. Thanos hat mich hier festgehalten, er hört zum Imperium. Das Imperium versucht verzweifelt an die Mana-Energie anzukommen. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entziehen, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Santos noch mehr im Schilde führt. Ja, fürchterlich, wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Geht zum Aquarium, der bietet euch den Lavatempel. Warum geht der in den Lavatempel? Da waren wir schon. Ja, nee, er beschützt den Lavatempel. Ach so. Beschützen den. So, jetzt brauchen wir aber eine Walnuss. Brauchen überhaupt nicht. Wir brauchen eine Walnuss, glaub mir. Brauchen überhaupt nicht. Ich kaufe eine Walnuss, Mann, ist mir doch egal. Wir können doch gar keine Walnüsse kaufen. Bei Raffi. Der verkauft noch keine Walnüsse. Der verkauft für 500 Münzen. Der verkauft noch keine. Aber jetzt gehen wir erstmal zum König oben, der hat nämlich noch ein Orb für uns. Echt? Ja. Stand das im Spieleberater? Das steht in meinem Gedächtnis. Die ganze Zeit hat er den Spieleberater offen und macht immer Seite um Seite, schlägt er weiter. Nein, hab ich nie, ey. los, zum König. Zum König, ey, wir, der hat kein Orb, Dick, ey. Er hat eine Schatzkammer für uns, die reich gefüllt ist. Und Frauen, die uns heiraten wollen, also mich und du. König, hier hinten her. Ups. Wir aber cool sein und zeigen, wo es lang geht. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Hier sind ist was los. New York City sind Italien. Warum macht man so eine Konstruktion? Man geht hoch, wieder runter. König ist mal da, wo eine Doppeltür ist. Oh, danke für den Tipp. König ist da hinten. Nicht da. Oh Leute, er ist hier hinten. Hier, da. Da. Ich bin festgehalten. Mir doch egal. Komm her, du. Der Inhalt dieser Kammer gehört dem Helden aus der Prophezeiung. Du hast den Falschen da, wir müssen mit dem König hin.
Ihr habt das Pferd in den Albtraum vorbei, alles ist normal. Victor hat recht mit dir und dem Schwert, aber ihr müsst jetzt weiter, nehmt den Schatz, er gehört euch. Ihr habt diesen Schatz für den Mana-Ritter bewacht, also für dich. Blablabla. Ja, Junge. Ja, danke. Ja, guck dir das an. Oh, übel. Geld. 50, also 50 Gold vom Königreich, das ist ja gar nichts, ey. Geld. Ey, hier ist kein Orb. Ja, ist ein Orb, ey. Da haben nur noch drei Truhen, da muss ein Orb sein, ey. Da war ein Orb, Mann, ich weiß das. Ey, hallo! Ja, hier links unten ist der. Komm raus, Orb! Ah, geil, Dig. Oh, zwei Orbs! Ich glaube, bei der Dings ist auch noch ein Orb. Wo? Hier beim, bei der Ruine. Hä, ja, wo da denn? Da kann man noch die Türme hoch. War es ja später, Dig? Was ist denn der spätere? Ich dachte, das wäre hier schon. Wir können ja mal gucken, ey. Boah, wieder Spoiler, ey. Spoiler, ey. Ist mir wurscht, ey. Die erleben doch alles mit dir. Guck mal, du wärst hier gar nicht hingegangen, ey, ist das Spiel alleine gespielt. Das stimmt. Ja, dann wären schon mal zwei Orbs flöten gegangen. Nee, ich brauch die eh nicht. Mit Anfangswaffen spielst du durch. Ja, ey. Klar. Ja, warte, was machen wir denn da? So. Gehen wir nochmal eben dahin und dann machen wir Schluss. Aus und Schluss. Also mit der Folge. Das ist ein verfickter Baum nur. Da ist eine Rüstung. Hast du gesehen? Wo? Da oben. Hingehen erstmal. Ah. Wieso, ey? Bietet der andere auch Sachen an? Das ist doch dumm. Ja, keine Ahnung. Konkurrenz belebt das Geschäft, würde ich mal sagen. Ah! Ist besser, ne? Ich glaube schon, ja. Soll ich wohl? Mhm. So, dann hole ich das. Die Weste haben wir schon. Die haben wir schon? Ja. Das haben wir auch schon, ne? Ja. Gut. Na gut, dann ziehen wir das an. Oder machen wir das gleich. Machen wir das offscreen. Okay. Gehen wir mal eben kurz zur Ruine, weil ich glaube, da war auch noch was, ey. Alles hier rüber und dann, ja, da runter. Ah, schon wieder ein erfolgreicher Part, ey. Wir haben diesen Ruine da geschafft im Schnelldurchlauf. Das stimmt, das ging ja wirklich schnell. Am Orbs gekriegt, Anerkennung vom König. Jetzt bin ich gespannt, ey. Ja, hier schon mal nicht, ey. Hier rechts? Ja. War es echt bei dem anderen Ding. Oh. Warum macht man denn so Räume, ey? Wie dumm. Um okay, Spieler wie uns in Irre zu führen. Dann machen wir jetzt Schluss hier. Ja, hier machen wir Schluss. Bis zur nächsten Folge.